As the other clans strayed and disbanded, a merchant led us to a flower whose petals burned with toxin. Put the toxins in your skin, and you will gain great and strange powers. But those powers will drag you into madness. So, hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge hier auf Game Inc. Mark of the Ninja Time mal wieder mit mir, dem Martin. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. In der letzten Folge haben wir es geschafft, uns erfolgreich eine hervorragend geeignete Maske anzulegen, mit der wir uns jetzt hier durch die weiteren Levels durchschlagen können. Wir können niemanden erledigen, wir können dafür rennen und das leise. Was wir auch nicht mehr können, ist unsere neue Fähigkeit, durchzuhuschen. This area is crawling with stalkers. It might be safer to duck into the subway tunnels and sneak past them. Was uns hoffentlich gerade nach dieser Meldung hier nicht zum Verhängnis wird. Lassen wir uns überraschen. So, wir gehen hier wieder durch die U-Bahn-Tunnel. Was ist denn derzeit unser wesentliches Ziel? Wir müssen das Hauptgelände erreichen. Und wir müssen 3 Halluzinationen in weniger als 15 Sekunden erledigen und geräuschlos aus einem Versteck heraus jemanden erledigen, in das wir mit Abgeklärtheit reingekommen sind, was natürlich jetzt nicht mehr möglich ist, weil wir die Maske nicht haben. Ein wenig fragwürdig, aber okay. Okay, hier geht's hoch. Das hätte ich doch beinahe übersehen. Ich nehme an, dass das hier diese Halluzinationen sind. Erledigen kann ich den hier auf jeden Fall nicht. Es sieht mir aber sehr nach Halluzination aus. So, hier geht's rüber. Und dann runter. Uiuiui. Dachte ich schon, hier wäre wieder eine Falle am Start, die man da aus Versehen ausgelöst hat. Okay, wir haben hier oben... Ach ja, genau, unsere neue Fähigkeit. Ich glaube, die habe ich noch gar nicht gezeigt. Wir können hier runterkleiden. Da bin ich mal gespannt, wie weit uns das noch von Nutzen wird. Finde ich aber auf jeden Fall sehr cool. Hätte ich auch gern so einen Anzug. Würde mir wahrscheinlich nicht viel bringen. Aber allein die Vorstellung. So, jetzt was haben wir hier? Wir haben hier ein Licht und wir haben den da. Und da ist noch ein Licht. Und wir haben diese Augen hier. Und wir haben hier einen Schalter. Den legen wir mal um. Geht das Licht an? Oh, 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 oh. Okay. Okay. Jetzt wissen wir, was die Falle vorhin ausgelöst hat. Das habe ich nicht gesehen, dass sich die Augen da erst gerade geöffnet haben. Ich dachte, die wären schon offen. Offenbar öffnen sich die Augen bei Umlegen dieses Hebels. Und müssen wir gucken, dass wir hier wegkommen. Oh, duck dich! Huh. Aber gerade noch. Das war knapp. Ja, ziemlich mies. Ziemlich mies. Was haben wir hier? Du machst das Licht an. Okay. Finde ich ja immer noch ein ziemlich gelungenes Gimmick mit den Lichterrätseln hier. Ist auf jeden Fall interessant eingefügt. Bietet auch ein wenig Abwechslung. Finde ich ganz gut. So, dann gehen wir hier runter. Nein. Ja. Und hier. Den Block rüberschieben. Was mich gerade irritiert, sind diese Zahnräder hier. Wobei die uns aber nicht treffen dürften, oder? Ah nein, das sind die Augen, oder? Na? Okay, na egal, lassen wir es. Wahrscheinlich drehen sich die Zahnräder und machen dann die Augen hier auf. Man sieht ja die Ketten, wie sie da in der Wand verschwinden. So, jetzt haben wir auf jeden Fall den ersten Gegner. Und immer dran denken, wir können die nicht erledigen. Sneaken wir hier rein. Mach die Tür zu.
So. Sieh an, da haben wir einen Schacht. Und ich nehme an, das war der Weg, den wir noch zur Auswahl gestellt bekommen haben. Sieh an. Da habe ich mir doch gedacht, dass da schon einer oben ist. Möchte aber doch einen Blick drauf werfen. Moment. Dich brauche ich. Einen Blick zur linken Seite hinwerfen, ob da nicht eventuell noch was zum Einsammeln ist. Etwas Offensichtliches, wie ich hoffe. So, hier rüber. Da oben. Oha, da steht einer. Okay. Da ist einer. Jetzt können wir den natürlich nicht erledigen. Aber ich weiß nicht, ob da nicht eventuell noch was drin ist. Vielleicht schaffen wir es, darüber zu gleiten. Oder auch nicht. Da oben ist ja noch einer. Boah, ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Ah, wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, hier... Ah, verfehlt. Ah, geschafft. Wunderbar. Okay. Dann gehen wir hier mal rein. Okay, ich glaube, hier scheint... nicht... Oh oh. Ich glaube, das wird nichts. Die bemerken uns zu schnell. Wollen wir es mal lieber nicht riskieren. So, jetzt wollen wir hier runter. Also nochmal den Gong hier. Und sich nicht von denen da erwischen lassen. Ja, das reicht gerade noch aus. So, jetzt läufst du mal darüber. Und dann gucken wir mal hier unten, was wir da haben. Nix. Okay. Hier haben wir eine verschlossene Tür, da oben kommen wir nicht lang. Und da hinten ist der nächste Checkpoint. Wir machen eine Menge Lärm beim Durchrennen der Schächte. Aber es wird nicht festgestellt. Nun gut. Okay. Ich nehme an, du machst das Licht aus. Exakt. Dann machen wir das doch. Das war gerade recht knapp. So, gleiten wir hier rüber. Ah, sehr cool. Oha, oha. Da haben wir noch einen Scharfschützen. Müssen wir uns beeilen. Der ist wenigstens nicht der schnellste. So, jetzt gilt es hier rüber zu kommen. Ah, das ist eine schöne Passage. Da kommt das Gleiten mal richtig zum Einsatz. Okay. Haben wir unten eventuell noch was? Wir können hier unten lang, dann gehen wir unten lang. Okay. Da kommen wir, glaube ich, nur sehr schwer voran. Was ist denn da hinten passiert? Ist da was kaputt gegangen? So, dann hier hoch. Und dann warten. Sehr malerisch, der Himmel. Sieht sehr gut aus, finde ich. Es kommt halt durch die Tattoos, die wir da bekommen haben. Wir haben ja das letzte Mal diesen Wolf bekommen. Auf die Brust. Was uns die Abgeklärtheit ermöglicht. Wobei ich mich gerade frage, ob das nicht eher... Okay, wir müssen doch hier unten lang. Ob das nicht eher die Maske ist, die uns das ermöglicht. Weil wir können das ja jetzt nicht mehr. Weil wir eine andere Maske anhaben.
Auf jeden Fall kriegen wir von den Tattoos diese Halluzinationen. Ich bin immer gespannt, wie diese drei Halluzinationen sind, die wir da erledigen sollen. Wenn man sich das vorstellen darf. So, und der da hat uns leider entdeckt. Oh, oh, oh. Was ist das denn? Okay, das ist eine Falle. Ich habe mich schon gewundert, dass ich da nicht rein kann. Dachte, das wäre ein Schacht. Das ist natürlich recht mies. Da fällt man leicht drauf rein. Okay, da hinten ist der Scharfschütze. Da ist wieder so eine Falle. Da können wir hoch. Und da können wir oben ran. Hier scheint auch niemand zu sein. Ich wollte eigentlich nur lauschen. Okay. Oh. Der wurde mir aber nicht angezeigt. Ich habe den Kreis gesehen, aber nicht die Figur. Na komm runter. Alter, jetzt komm doch hier hoch. Oh, jetzt wurdest du auch noch aufgespießt. Ich wollte dich doch da runterlocken, Mensch. Auf nichts ist hier Verlass. So, jetzt aber. Also, wir wissen, hier kommen wir nicht durch. Dann müssen wir irgendwo anders entlang. Oder müssen wir den hier entlang locken? Das kann es ja nicht sein. Das hier ist auf jeden Fall schon fest. Moment, wir müssen tatsächlich hier hoch. Wo geht's denn hier noch lang? Das ist eine Falle, das ist eine Falle. Ja, da geht's nirgendwo lang. Hm. Oder was haben wir hier? Vielleicht kriegen wir den hier reingelockt. Komm mal her. Na? Los, hinterher. Toll. Lauf doch! Und jetzt folgen. Machen das Licht noch aus. Oh Mann, ey, jetzt hängt er da oben wieder fest. Ja, bist auch nicht die Hellste, ne? Dann machen wir das hier so. Kommen wir da entlang? Nein, kommen wir nicht. Ich hätte gedacht, dass die Lampe hier höher ist. Verdammt. Ja, scheiße. Jetzt sag mir nicht, dass du da gerade drüber gegangen bist. Ah, die Sachen sind ja leider zeitversetzt. Okay, also das ist hier... Ich weiß nicht, ob das die Lösung des Ganzen ist. Was haben wir denn im Arsenal? Wir haben Rauch. Vielleicht bringt uns das weiter. So. Oh, Junge, Junge. Wenn du mich hier jetzt im... Du lässt mich im Stich. Ah, das wird mir jetzt gerade zu heikel. Dann machen wir das Ganze eben noch einmal. Warum hältst du dich denn nicht an der Wand da oben fest, Mensch? Jetzt haben wir eine Rauchbombe verschwendet. Und die ist natürlich alarmiert. Mann, das läuft wieder hervorragend. So, also noch einmal. Und diesmal hältst dich bitte ordentlich fest, ja? So. Also, warum nicht gleich so? Hopp, jetzt hoch mit dir. Und die Tür schließen. Mann, Mann, Mann. Not much of a homecoming, is it?
Ah, ist ganz herrlich, wenn man so leise rennen kann. Und da haben wir noch eine Rauchbombe bekommen. Ja, glaube ich's denn? So, wir müssen Azai finden. Und da steht einer, der da nicht stehen sollte. Was haben wir da hinten? Ist das auch eine Falle? Nein, das ist ein Schacht. Man könnte die Tür auf jeden Fall öffnen. Also knacken. Für den Fall der Fälle. Schauen wir, was wir hier oben haben. Da muss man ja mittlerweile immer dran denken, dass hier einer von diesen Stalkern irgendwo stehen könnte. Und einem das Leben sehr schwer macht. So, was haben wir hier? Eine Wache. Was ist das denn? Dann lenken wir die doch ab. Ja, schau doch mal nach. Das ist offenbar auch eine Halluzination. Ich möchte es meinen. Habe ich schon erwähnt, dass es recht angenehm ist, hier durchrennen zu können, unbemerkt zu bleiben. So, da ist eine Tür, da kommen wir nicht durch. Und dann sind wir auch schon bei dem hier. Mit seinem eingeschränkten Sichtkegel. Das haben wir mittlerweile gelernt. Erst gedacht, das wäre eine Helmlampe, weil die anderen da ja noch Helme tragen. Na, sag mal. Aber es ist tatsächlich nur der Sichtkegel. So, was haben wir hier? Ein Schacht. Okay. Da ist einer, der ist gerade durch die Tür gekommen und da kommen wir auch nicht weiter. Dann müssen wir hier rein. Mach den Weg in Azais Garten frei. Ich nehme an, du bleibst da hinten stehen. Ich gehe mal schwer davon aus. Und runter mit dir. Wunderbar. Da haben wir einen Gong. Okay. Dann kommt es jetzt natürlich darauf an, dass der da auch ausreichend vorgeht. Sehr schön. We haven't set foot in here since we were students. Im Dojo sind wir. Ist vielleicht gar nicht mal so ungeschickt, dass wir diese Maske hier aufhaben. Das bietet sich hier gerade echt super an, sich durchzuschleichen, anstatt die alle zu erledigen. Ist mal was anderes. Es war auf jeden Fall besser als in dem Level, wo wir die Maske das erste Mal aufgesetzt haben. Das war ja echt eine einzige Katastrophe. Do you remember this test? The statue holds the lever tight, and you have to find the release. Ah, das sieht wieder aufwendig aus. Ja gut, wahrscheinlich werden wir die beiden hier umlegen müssen. Oder drehen müssen. Um hier dem Hebel Freilauf zu gewähren. Da ist ein Scharfschütze. Was haben wir hier? Was ist das? Ich weiß nicht, ob ich den Hebel umlegen will. Ich glaube, das ist eine Falle. Das Risiko gehe ich jetzt nicht ein, oder? Schauen wir mal nach. Okay, das ist eine Falle. Der Architekt, der das gebaut hat, der sollte seinen Job verlieren. So, wir gehen da hoch. Und gleich hier rein. Wunderbar. Und da haben wir einen Schalter. Was machst du?
Du bist hierfür verantwortlich, oder wie? Muss ich das nicht von Hand ausdrehen? Ah nein! Jetzt sehe ich es erst. Die Signale hier verlaufen, das hat was mit dem Licht zu tun. Wahrscheinlich machen wir es an. Und da das ja eines dieser Lichter ist hier, die man da drehen kann, werden wir das wohl ausrichten müssen. Und da ist es auch schon an. Oha, oha. Häng dich da nicht fest. So. Jetzt leise darüber. Na, leise ist anders. Aber man hat es ja nicht gehört. Dank der Maske. Und dann drehen wir dich in eine andere Richtung. Dann müssen wir uns irgendwie an dem Scharfschützen vorbeischleichen. Okay. Also für den da. Wie kommen wir an den vorbei? Die Frage ist, ob er uns sieht, wenn er ganz nach oben schaut, aber da ist ja noch der da. Ich überlege gerade, ob man da wieder eine Rauchbombe einsetzt, die dorthin wirft, das Ding hier gleich dreht. Dann wäre das schon mal erledigt. Ich glaube, das machen wir. Drehen? Nein, andere Richtung. Drehen. Oh Mann, jetzt wird's echt knapp. Und da steht schon wieder einer. So, jetzt hier zu. Das war echt knapp gerade. Jetzt haben wir hier wieder einen am Start. Ich weiß nicht, ob es so geschickt ist, wenn man das Licht hier kaputt macht. Der dreht sich ja um. Ich glaube, wir werden hier noch einmal eine Rauchbombe einsetzen. Vielleicht hier so. Probieren wir es aus. Und drüber. Das ja. Oh, ist das mies, hey. Da setze ich eine Rauchbombe ein. Was ist das denn hier gerade? Wie hat denn mich denn bemerken können? Habe ich da gerade Lärm gemacht? Ich dachte, ich mache keinen Lärm. Naja, gut. Wir leben noch. Darauf kommt es an. So, der sollte uns jetzt idealerweise nicht bemerken. Ich nehme an, du gehst raus. Dann legen wir hier schnell den Schalter um. Oh, das ist mies. Guckt euch das an. Jetzt, wo die Tür offen ist, geht der Laserstrahl natürlich durch. Wenn man da nicht dran denkt, geht es sehr schnell ins Auge. Was soll das hier? Soll ich hier runter? Das ist ja nicht euer Ernst. Da gehe ich den Weg lieber zurück. Nein, nein, runter. Hey, aber wie der uns bemerken konnte, ich habe gesehen, da war eine der Schallwellen zu sehen. Ich weiß nicht, wo die herkam. Ja, wohl nicht von der Rauchbombe. Das kann ja nicht sein. Und wenn, dann spielt das eh keine Rolle. Jetzt kommt uns das Licht hier vielleicht doch noch zugute. Sehr schön. Haha, sehr cool. Haben wir uns das Licht doch aufsparen können und es hat uns was gebracht. So, jetzt warten wir, bis die hier nicht mehr nach uns suchen und dann legen wir den Hebel um. Beziehungsweise... Du machst nicht viel Lärm, dann machen wir dich auf jeden Fall auch noch aus.
wenn man das so nennen will. Und schauen mal, was passiert. Ich bin gespannt. Ach was. Ach was. Ist das euer Ernst? Darf ich mich auch bewegen? This is part of the test too. The doors will open on their own after a few moments. Just hold on. Ah, okay, sehr schön. We know you're in here. So. Für den Fall der Fälle. Scheiße. Hat es vorhin nicht länger gedauert, bis die Fallen da ausgelöst worden sind? Na gut, wir gehen hier rein. Und bringen uns auf jeden Fall mal in Sicherheit. Treffen einige Vorkehrungen. Und halten möglichst großen Abstand zu denen. So. Gehst du hoch oder du gehst hoch? Du hast mich nicht bemerkt, das ist sehr schön. Kann ich die wieder ausmachen? Oh, die kann ich ausmachen, sehr schön. Dann machen wir das hier drüben auch. Oh oh. It's open. Get out of there. Oh Junge. Oh, das ist echt gemein. Ausgerechnet jetzt auf den letzten Drücker noch. Und da steht auch noch einer. Und die kommen auch noch rein. Boah, die Musik gerade. Passt hervorragend. So, und jetzt hier. In der Hoffnung, dass der über uns nicht gleich runterspringt. Tschüss. Puh. Nein, du folgst mir jetzt hier aber nicht, oder? Nein, tust du nicht. Oh. Alter. Gleich mal um 20 Jahre gealtert. Hier geht's nicht weiter. Wie soll ich denn das mit dem da oben lösen? Ich kann ihn ja nicht erledigen. Und ich habe auch keine Rauchbomben mehr, verdammt. Das Licht? Das geht nicht. Verdammt, wie soll ich denn den jetzt erledigen? Na gut, auf jeden Fall haben wir das überstanden. Jetzt dachte ich schon, der sieht uns hier noch mit seinem Radius. Zum Glück nicht. Wie gesagt, wir haben das jetzt überstanden. Die Prüfung ist geschafft. Gewissermaßen gleich zwei Prüfungen in einem geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir scheinen ja schon, ich glaube, im letzten oder jetzt auf jeden Fall im vorletzten Level irgendwo da zu sein. Asai ist nicht mehr weit. Und dann reißen wir ihn den Arsch auf. Bis dahin. Vielen Dank fürs Zuschauen.